Hallo, liebe Eltern, liebe Jugendliche. Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, lautet: Was ist ein Cotidien? Die Erklärung ist ganz einfach. Seit 1997, also im November 2017, werden es 20 Jahre, bin ich Wirtschaftstrainer. Ich coache also Chefs, Führungskräfte und Mitarbeiter in Firmen fit mit dem Ziel, dass sie täglich die beruflichen Herausforderungen optimal bewältigen können. Das stärkt die Firma im Wettbewerb, sichert Arbeitsplätze und was mir ganz wichtig ist, es sorgt auch für ein Wohlfühlklima im Team. Denn ich möchte, dass Menschen positiv miteinander zusammenarbeiten, denn dann kann man auch die Firmenziele optimal und eben mit Spaß bei der Arbeit verwirklichen. Viele, die meine Vorträge und Seminare besuchen, sagen bereits heute, ich habe in meinen Adern das Blut auch eines Komikers. Ich bringe oft sehr pointiert Alltagssituationen aus dem Beruf. Ja, und ich erkenne es selbst immer wieder, viele lachen dabei und sagen, Herr Bansel, das war toll, das haben Sie gut gemacht. Und vor allem die Erwachsenen und Chefs sagen gerne ergänzend, Sie haben uns den Spiegel vorgehalten, Sie haben uns richtig aufgezeigt, wie man es besser machen kann. Das Idiom kommt von Comedian. Ihr alle kennt die tollen Comedians. Und ich wollte mit diesem neuen Projekt als The First Comedian auftreten, dem das Beste aus beiden Welten miteinander verzahnt. Auf der einen Seite das, was ich brauche, um beruflich erfolgreich zu sein, damit eine Firma sich optimal am Markt behaupten kann, der Liebling des Kunden wird. Und auf der anderen Seite der Comedian, der mit viel Spaß und Humor euch, liebe Jugendliche und Eltern, aufzeigt, worum es wirklich geht in der Wirtschaft und wie man für sich und der Firma das Beste dabei herausholt. Das ist The First Comedian.